Hi, da bin ich wieder. Ich habe hier mal wieder eins dieser Avatar Maxi Kinderüberraschungseiern. Ich habe hier schon ein paar, also die zwei hier und die zwei. Und den Jack hatte ich doppelt, aber der wird eingetauscht. Und ja, ich stand da vor diesem Regal mit diesen Ü-Eiern und dachte mir nur, eigentlich wolltest du keins mehr haben. Du hast ja jetzt genug. Und dann dachte ich mir, ach komm, einmal versuchen wir es noch. Mir fehlt ja noch einer. Wer weiß, ob da einer drin ist. Dann habe ich gehört. Oh. Oh nein, jetzt höre ich nichts mehr. Ich habe extra gehört, dass ich mehrere Teile höre, wegen Zusammenbauen. Aber jetzt höre ich kaum was. Irgendwas stimmt hier nicht. Ausgetauschtes Ei. Jetzt höre ich gar nichts. Ich hoffe nicht, dass ich den jetzt nochmal doppelt habe. Wobei, ist nicht schlimm. Es gibt ja einige, die den noch nicht haben und gerne tauschen wollen. Ist ja kein Problem. Vielleicht sieht man sich ja irgendwo. Spätestens vielleicht auf der Los Amigos oder so. Im Juni. Ja, so, jetzt werden wir aber mal schauen, was wir hier drin haben. In diesem Kinderüberraschungs-Maxi-Ei. Ich frage mich, ich habe mich letztens schon gefragt. Ich weiß ja, dass ich als Kind immer ein Kinderüberraschungsei, wenn wir einkaufen waren, bekommen habe. Vielleicht bin ich deswegen jetzt so verrückt nach den ganzen Eiern, obwohl da mittlerweile nicht mehr so viel schönes Zeug drin ist. Gab es die schon in so groß? Ich habe letztens noch überlegt, gab es die in so groß? Und das ist ja noch nicht mal das größte Ei. Es gibt ja noch die größeren Eier. Da, wo ich diesen Dino draus hatte, gell? Nee, der war genauso groß. Aber ich meine, es gab ja noch größere. Gab es die damals schon so groß? Wusste das meine Mutter und hat mir aber trotzdem immer nur das Kleine geholt. Ist sie dann irgendwie, keine Ahnung, schnell vors Regal, damit ich die nicht entdecke? Also ich kann mich nur an kleine Ü-Eier erinnern. Die Frage ist jetzt wirklich so, gab es die schon? Als ich ein Kind war, habe ich die erst jetzt entdeckt. Wer weiß. So, jetzt schauen wir aber mal genau, bevor ich es vergesse. Jetzt schauen wir mal, was da drinnen ist. Ich meine, was ungefähr drin ist, wissen wir ja. Aber die Frage ist aller Fragen. Ja, jetzt hat man wieder was. Also wirklich, ich stand da und habe dann gehört und dachte, ihr müsst mal da als Erwachsener stehen und so hören, wie euch die Leute dann anstarren, so, okay, was macht ihr da so? Oldschool, das macht man doch nicht mehr oder so. Also stand ich immer so an, das ist mir egal. Ich will die Figur haben und dann muss man halt auch mal hören. Aber ich habe voll das Rascheln gehört, dachte mir, oh, da ist was zum Bauen, das nehme ich mit, müssen mehrere Teile sein. Und jetzt höre ich aber mal gar nichts mehr. Vielleicht ist das doch nicht der große Plan. Vielleicht ist das doch nicht so durchschaubar. So, wem haben wir? Naja, jetzt habe ich den und sie. Jetzt habe ich beide einmal doppelt. Ich hätte lieber zwei von denen nochmal gehabt. Dann hätte ich ein schönes Diorama bauen. Aber gut. So. Dann zeige ich sie euch noch einmal. Eine und dieselbe Figur. Ach, so viel Glück muss man haben, oder? Schöne Figürchen. Schön in Blau. Ich meine, was sonst? Naja, dann ist das halt so. Dann habe ich noch eine weitere Figur, die ich tauschen will. Ups. So. Dann schauen wir mal. Dann sollte es wohl nicht so sein. Ach Mann, wir haben hier gar nicht alle abgebildet. Wo waren das? Dann habe ich es wohl gegoogelt gehabt. Gegoogelt. Okay, das heißt, man sieht die hier nicht alle, aber man sieht hier Avatar. Ja, zum Bauen und diesen QR-Code, falls ihn jemand mal einscannen möchte und die Figur irgendwie lebendig sehen möchte. Und hier natürlich der Hinweis nochmal, nicht nur zum Bauen, sondern auch, dass diese Figuren ja diese kleinen Elemente hier haben, die leuchten. Ja. Schade, schade. Schade. Aber diesmal hole ich wirklich keins mehr. Wobei, wer weiß, wenn ich die wieder sehe, ob ich da stark sein kann oder ob ich sage, ach komm, das eine Ei, das nimmst du noch mit. Ich weiß auch nicht, wie lange es sie noch geben wird. Ich weiß es nicht. Ich finde es ein bisschen schade, es ist nur vier, fünf, nee, Moment, vier oder fünf verschiedene Charakter gibt. Es wäre nicht schade, wenn es da unterschiedliche noch oder weitere noch geben würde. Aber gut, warum nicht? Mal was anderes wieder im Ei, mal was anderes. So, dann würde ich sagen, das war's auch schon. Schnell und knapp. Ich kann euch den noch zeigen, aber wie gesagt, in den anderen Videos sind die ein bisschen
detaillierter, weil ich sie ja alle schon ausgepackt hatte. Oh, hier, den Jack. Okay, cool. Dann würde ich sagen, das war's erstmal und dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin, bye bye.